Das ist eine der ersten Weltkarten. Ist kein Original, ist eine Nachbildung von Eratosthenes. Was mir daran gefällt, ist eben, wie man damals, so 200 vor Christus, die Welt gesehen hat. Das ist nach einer Beschreibung von Eratosthenes. Und wie groß man glaubt, dass die Welt ist. Man hat natürlich gar keine Ahnung gehabt von Welt, sagen wir mal. Erde und Welt sind immer so Begriffe, die ich auch mische, die ja nicht stimmen, weil die Erde ist ja, die Erde und die Welt ist ja schon viel, viel größer. Damals war Welt und Erde noch hatten noch fast den gleichen Umfang. Das ist ungefähr die Abmessung, die Karte hatte. Und das war der für die Griechen bekannte Teil der Welt oder der Erde, sagen wir mal so, der Erde. Und so war das Weltbild damals. Und mit der Zeit hat sich unser Weltbild verändert. Und es geht auch hier ein bisschen um die Darstellung. Also hier, was ich hier so faszinierend finde, sind die alte und die neue Welt, wie sie die treffen. Also die alte Welt ist eine Kugel oder eine Scheibe und die neue Welt ist eine Kugel. Und das sind zwei so Eier oder so, die schön langsam zu einem zusammen mergen. Jetzt verwendet man fast die Begriffe gar nicht mehr oder sind eigentlich ausgestorben, die neue Welt. Aber damals war der amerikanische Kontinent wirklich die neue Welt. Also man hat eine neue Welt entdeckt, so wie wenn wir plötzlich jetzt den Mars oder den Mond besiedeln würden. Aber plötzlich, ja, ein Großteil oder ein plötzlich enorme Quadratkilometer plötzlich Neuland dazugekommen. Und das ist noch gar nicht so lange her. Also die Karte ist von 1664, ist ungefähr, sagen wir mal, grobe 400 Jahre her. Die Welt war auch noch nicht ganz entdeckt. Also man sieht da Australien, Holland, Novia, die Holländer haben das entdeckt. Neuseeland war wahrscheinlich noch gar nicht quasi entdeckt. Ich sage jetzt entdeckt, weil von den Europäern entdeckt. Von der Menschheit ist schon entdeckt worden, als Menschheit, als Spezies. Aber die Europäer haben eben die Welt neu entdeckt, sagen wir so. Und das ist hier dieses Zeitalter der Globalisierung, in das hier reinfällt. Und ich würde sagen, die letzte Phase der Globalisierung, die erste Phase der menschlichen Globalisierung war die Bevölkerung der Welt oder der Erde durch die Menschen. Die letzte Phase, in der wir jetzt sind, oder wie die jetzt fast vorbei ist, ist angefangen mit Magellan, mit der Umrundung der Erde, vor ungefähr 500 Jahren. Und da ist der Kugelbeweis eigentlich zurückgekommen. Also Magellan hat bewiesen, dass die Erde, der Erdraum, ein kugelförmiger Raum ist und wir alle eine Kugelbewohner sind. Und da hat es verschiedene Phasen dieser Globalisierung gegeben. Also Globalisierung des Territoriums, wo diese Karte ein Produkt davon ist. Wir haben diesen Raum vermessen und vor allem wir haben unterschieden zwischen Wasser und Erde, diesen Raum vermessen. Es hat dann viel später neue Kommunikationsmittel gegeben, die Telegrafen, die Weltausstellung als weltweite Ausstellung von Produkten, die Olympiade als Weltsportevent, also globales Sportevent, Architektur mit International Style, also eine Weltarchitektur, die United Nations als Weltparlament oder Erdparlament und Pop Culture als die Weltkultur, die erdumspannende Kultur. Und mit dem World Wide Web sind wir womöglich in eine neue Phase der Globalisierung gekommen. Das können wir jetzt, ist noch zu jung, das kann man jetzt nicht sagen. Die rote Linie ist die Geschwindigkeit der Erdumrundung. Also hier sind 3 Jahre. Und der Rekordhalter ist noch immer Juri Gagarin, so ungefähr, oder der Erste, der den aufgestellt hat, mit 90 Minuten hat er die Erde umrundet. Und ich glaube, das ist jetzt wieder ziemlich eine Konstante, so wie eben diese Erdumrundung mit dem Schiff eine Konstante war. Hier ist ein Bild von der International Meridian Conference in Washington von 1884. Bei der Konferenz wurde der Nullmeridian bestimmt
und auch die Zeitzonen sind bestimmt worden. Also Raum und Zeit sind hier fixiert worden. Also die zwei Elemente, mit denen wir die Erde eigentlich quasi schlussendlich in den Griff bekommen, die Erde als Element, resultiert hat das in diese, ich sage jetzt, Erde als Excel-Tabelle, wo wir alle Informationen einem Punkt zuordnen können. Also man kann hier, also die Erde ist eigentlich eine, für uns, so wie wir sie jetzt sehen, also eine große Excel-Tabelle. Natürlich die Feinheit dieser Raster ist jetzt, die sind unendlich fein, aber wir können jeden Punkt dieser Erde exakt bestimmen. Also wir können diesen Tisch hier oder diesen Laptop können exakt vermessen, wo der ist auf diesem Planeten. Wir können verschiedene Lagen diesem Punkt zuordnen. Also für uns ist die Welt ein, was mich an dem Ganzen fasziniert, ist eben, dass die Erde ein Raum ist. Ein Raum, den wir bewohnen und den wir als unseren Lebensraum sehen. Und wir unterteilen diesen Raum, der eigentlich relativ neutral ist, ohne Menschheit, relativ neutral. Und wir unterteilen diesen Raum in verschiedene Flächen, Elemente, Zonen und so. Der Mensch hat da seine eigenen Ideen über diesen Raum. Das sind zum Beispiel die Fluginformationszonen, Flight Information Regions, die den jeweiligen Staaten zugeordnet sind. Also wenn ein Flugzeug hier von Kanada nach Amerika fliegt, dann meldet man sich hier ab aus dem kanadischen Luftraum und meldet man sich an in den amerikanischen Luftraum. Interessanterweise gibt es zwei Punkte, die nicht definiert sind. Hier ganz oben, das ist eher logischer, weil ja, da fliegt man wenig. Aber hier auch, also wahrscheinlich gibt es hier keine internationalen Flugrouten durchhin. Aber ist sehr außergewöhnlich, weiß auch nicht, warum das so ist. Europa arbeitet an einem Single European Sky, weil es sehr aufwendig ist für Piloten hier über Europa zu fliegen. Natürlich. Man muss sich immer dauernd anmelden, abmelden. Das ist sehr lästig. Man kann sie seit Jahren nicht einigen auf diesen Single European Sky. Eines der bekanntesten Events, wo diese Flight Information Regions zutage gekommen sind, sind diese Malaysia Airlines Flight 370, der im Indischen Ozean verschwunden ist. Der Pilot hat absichtlich das Flugzeug in die Leere gesteuert. Aber der Grund, warum man nicht draufgekommen ist, ist, dass er sich im malaysischen Luftraum abgemeldet hat, aber im thailändischen Luftraum nie angemeldet hat. Also dadurch ist der Flug eigentlich verschwunden und er hat so eigentlich das Flugzeug, also jetzt hier, also im philippinischen, glaube ich, hat er sich. Nein, also hier, hier gibt es ja noch Malaysia und Vietnam war das. Vietnam hat das nicht angemeldet und ist einfach in den Indischen Ozean verschwunden. Ja, ich finde es halt faszinierend, wie wir als Menschen immer versuchen, diesen doch kugelförmigen Erdraum zu unterteilen und zu fast bürokratisieren. Also was vor dem Menschen war, ist eigentlich Land. Land ist eigentlich die Oberfläche oder einfach Land. Und wir probieren aus jedem Stück Land Territorium zu machen. Und das ist uns jetzt gelungen. Also jetzt gibt es zurzeit, glaube ich, wir leben in einer Zeit, wo die Erde zu 100% Territorium ist, wo jedes Stück Land besessen ist von jemandem, also es Besitz ist von jemandem und im Eigentum ist von jemandem und jeder Quadratmeter Gesetzen unterliegt. Also es gibt kein Land mehr, sondern nur mehr unter Anführungszeichen Territorium. Es wird auch überlegt, einen globalen Kataster anzulegen, weil Projektentwickler oder Real Estate Firmen
hätten sehr viel Vorteil von einem globalen Kataster, dass man auf globalem Niveau alle Grundeigentümerschaften und Grundfeatures vergleichen könnte und einsehen könnte. Und in dem Hintergrund muss man vielleicht dieses Handbook of Tyranny sehen und die Faszination darüber sehen, wie eben aus Land Territorium wird und auch die Geschichte dahinter, wie aus Land Territorium wird und ja, welche Kräfte da spielen. Hier zum Beispiel in der Einleitung zum Buch sieht man die vormoderne Manier oder Methoden, um Land zu verteidigen und die moderne Methode, um Land zu verteidigen mit den jeweiligen Reichweiten. Und hier im Grundriss, das ist im Buch, glaube ich, der Grundriss nicht drin, aber hier sieht man im Grundriss, wie groß der Unterschied ist. Es ist zwischen einem Quadratkilometer und fast 40 Quadratkilometer ist der Unterschied, die eine Person mit einer Handfeuerwaffe verteidigen kann. Also Monaco, glaube ich, bräuchte nur einen Soldaten, um seine Grundfläche zu verteidigen. Also es hat einen sehr großen Einfluss, diese Technologie auf den Raum. Hier sieht man zum Beispiel das vormoderne Afrika und das moderne Afrika. Hier sieht man noch Reste dieser Excel-Tabelle. Die sind hier sogar in den Grenzen der Länder eingeschrieben, zum Teil hier auch. Also das ist schon auch ein Zeichen, dass die Landvermessung dort Teil der Landteilung war. Also auch eine Technologie eingeschrieben im Atlas. Und wir haben mit der Zeit verschiedene Dinge entworfen. Das können physische Elemente sein, aber auch Gesetze. Und hier im physischen Element des Buchs, des Passports, versteckt sich unsere Nationalität. Also wir werden ja in einen Ort hineingeboren. Also man wird dann hineingeboren in Südafrika oder in Madagaskar oder in Mosambik. Und mit dem hineingeboren werden bekommt man dann auch eine Staatsbürgerschaft und ein Büchlein. Und mit dem Büchlein bekommt man dann Raum zugeteilt. Also wenn ich jetzt in diesen deutschen Raum hineingeboren bin, dann kann ich mit diesem Reisepass, dem deutschen Reisepass, 159 Länder bereisen, ohne einen Visa-Antrag zu stellen. Bin in den Schweizer Raum hineingeboren, sind es, glaube ich, 156 Länder. Und es geht dann so weiter. Und wenn ich zum Beispiel in den afghanischen Raum hineingeboren werde, dann kann ich nur 22 Länder bereisen. Wobei ich keines der Nachbarländer offiziell ohne Visumantrag bereisen kann. Also dieses Hineingeborenwerden in einen Raum hat großen Einfluss auf meine spätere Freiheit, mich in diesem großen Erdraum zu bewegen. Und das ist alles nur Erfindung natürlich, eine menschliche Erfindung. Also der Reisepass wird heuer 100 Jahre alt. Jetzt die internationale Reisepasskonferenz in Paris gegeben, 1920. Und da hat man sich auf einen Standard festgelegt. Es ist eine sehr, sehr junge Erfindung, die damals auch kritisiert wurde, auch nicht für notwendig erachtet wurde und jetzt eigentlich einen sehr, sehr wichtigen Bestandteil unseres Lebens ausmacht. Und Finn Canonica und wir haben diese Woche telefoniert und auch über Quellen, wo kommen diese Daten her von hier. Viele der Quellen für das Handbook sind aus dem Internet. Es hört sich immer so, ja, aber das Internet ist für mich schon so, ist wie eine Bibliothek. Es gibt natürlich auch Seiten im Buch, die aus wie sagt man, On-Site-Research ist und aus Büchern und so. Diese Arbeit ist vor allem aus dem Internet. Da gibt es diese passportindex.org-Website, die monatlich oder wöchentlich abgedatet wird. Was interessant ist, hier unten, das ist wie bei der Stock Exchange, wie bei der Börse, das Ranking von Passports. Also das ändert sich fast wöchentlich. Hier ist zum Beispiel die Schweiz, das ist 2016 hier,
muss das mit dem Cursor, ist das schwierig. 2016 war Schweiz an dritter Stelle, ist vom zweiten nach unten gegangen. 2017 an fünfter Stelle, wieder ein Platz nach unten. Vierter Stelle 2018, dritte Stelle 2019 und so weiter. Hier kann man zum Beispiel Syrien verfolgen. Wo ist das? Syrien ist unter der Schweiz. War 2015 91. Platz, 92. Platz, 91. 92. Nein, Ukraine wollte ich eigentlich. Ukraine ist hier. Ukraine 46. Platz, 47. gesunken, 32, 28, 22, 21. Also nach, hier war die Krimkrise, der ukrainische Reisepass ist nach unten gerattert, hatte plötzlich, hatte nur Zugang zu 85 Länder, 87 Länder, 121 Länder, 131 Länder, 141, 142 Länder. Das ist wie auf der Börse, wenn es einen Konflikt gibt, plötzlich muss man für alle Länder Visumanträge stellen, ist der Konflikt vorbei, ist es wieder vorbei. Also ich habe mit syrischen Flüchtlingen geredet, die haben gesagt, ja, die waren natürlich in ihren Nachbarländern, plötzlich war Krieg, konnten sie nirgends mehr hinreisen. Keiner konnte mehr ein Flugticket kaufen, also plötzlich eigentlich abgeschlossen von der Welt. Zurzeit sind die Vereinigten Arabischen Emirate an Nummer 1. Also die Daten, die hier im Buch sind, sind von 2017. Das ist von dieser Woche. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben 2020 die World Expo und daneben in Katar, glaube ich, gibt es dann die Fußball-Weltmeisterschaft. Das sind zwei Events, die die Arabischen Emirate dazu veranlasst haben, ihren Status zu heben und Visabeschränkungen fallen zu lassen. Interessanterweise gehört diese Website Passport Index einem Menschen, der Passports Reisepässe verkauft. Das ist der Armand Artin und der hat interessanterweise auch wieder den Vereinigten Arabischen Emiraten geholfen, diesen ersten Platz zu erreichen. Also er lässt sich bezahlen, um Länder sowie Personen zu helfen, um Zugang zur Welt zu bekommen. Das ist Armand Artin von Artin Capitals, hier mit Kofi Annan und José Manuel Barroso, und das ist von seiner Website, also ein amerikanischer Reisepass kostet dann $500,000. Man hat dann verschiedene, ich glaube, der zypriotische ist am einfachsten, weil man dann $2 Millionen zahlt und man hat einen ungehinderten und unbeschränkten zypriotischen Reisepass. Also es ist eine ganz interessante Kombination von Philanthrop. Er bezeichnet sich selbst als Philanthrop, der aber doch wieder Geld macht mit dem Verkauf von Reisepässen. Völlig andere Idee wie dieser World Passport, das eigentlich ein Fantasiemodell ist, wo aus den 50er Jahren, wo jemand gesagt hat, wir brauchen eigentlich einen Weltpassport, womit man eigentlich die ganze Welt bereisen kann, was natürlich alle anderen Passports aushebeln würde. Ja, ich gehe jetzt weiter im Buch. Das nächste Kapitel geht über Wände und Zäune. Wir haben hier alle Typologien. Das ist sehr bekannt, glaube ich, diese Darstellung aus, weil sehr diesen Neufert ähnelt. Also die Architekten unter Ihnen werden die grafische Sprache kennen. Und hier sind alle Wände und Zäune zwischen Nationalstaaten sind im Buch dargestellt. Also wir haben wirklich probiert 100% dieser Zäune darzustellen. Das ist eine österreichische Firma, die den Zaun zwischen Österreich und Slowenien erstellt hat. Das ist eigentlich im Prinzip ein Steinschlagschutzzaun, der dann das Angebot gewonnen hat. Das ist die Ausschreibung der österreichischen Bundesregierung.
sorry. Es gibt hier die extremste Form zurzeit, ist vielleicht dieser Zaun zwischen Ägypten und Gaza, der 8 Meter hoch ist, aber auch 18 Meter tief, gegen Schmuggler, Schmuggeltunnel, der aber relativ schnell nutzlos war, weil die einfach mit Brandschneidern durchgeschnitten wurde. Zurzeit arbeitet aber Israel an einem neuen Zaun, also der andere war zwischen Ägypten und Gaza. Israel baut jetzt einen Zaun zwischen Israel und Gaza. Hier auch, weil eben die Frage war, was sind unsere Quellen? Hier sieht man ein Foto von diesem Zaun. Sehr oft sind es Fotos, sehr oft sind es Beschreibungen der Firmen, wie oben gezeigt, oder überhaupt technische Zeichnungen dieser Firmen, nach denen wir die Zeichnungen produziert haben. Also hier ist dieser Zaun. Interessanter ist eher, was unter diesem Zaun ist. Also es wird vermutet, dass das Fundament dieses Zauns bis zu 100 Meter tief ist. Das ist eher eine unseriösere Zeitung. Eine seriösere Zeitung wie die Times of Israel beschreibt das dann im Detail. Das wäre jetzt der Zaun, wenn der wirklich, das ist nicht mal 100, ich glaube, das sind wir jetzt auf 70 Meter, wenn der 100 Meter tief wäre, wie unglaublich dieses Konstrukt ist. Aber man kann vermuten, dass das gar nicht so weit weg ist. Vielleicht sind es auch nur 30, 40 Meter. Es ist eine Bentonit, ein Bentonit, also mit Hilfe von Bentonit wird dieser Schacht gegraben. Wenn man bedenkt, dass der Untergrundteil dieser Mauer 11,5 Millionen Dollar kostet und der oberirdische Teil 400.000 Dollar. Also das kostet 400.000 Dollar hier oben pro Kilometer und das, was unter der Erde ist, 11,5 Millionen. So kann man schon abschätzen, dass dieses Fundament wahrscheinlich sehr, sehr tief ist. Also ob diese 100 Meter stimmen, die hier angegeben sind, weiß man nicht, weil das sehr geheim gehalten wird. Aber es ist wahrscheinlich sehr, sehr tief. Eben dieser Zaun zwischen Israel und Gaza ist Teil dieses Konstrukts hier. Israel hat sich schon beinahe selbst eingeschlossen mit dem Zaun. Also im Bau ist auch zwischen Jordanien und Israel dieser Zaun. Türkei ist auch schon relativ weit. Es ist ein enormer Mauerbau-Hype. Das ist jetzt auch nicht im Buch, aber was schon faszinierend ist, dass eigentlich der Großteil dieser Konstrukte nach dem Berliner Mauerfall entstanden sind. Also wo man zu einer Zeit, wo man geglaubt hat, jetzt ist es vorbei, jetzt werden nie mehr irgendwo Mauern gebaut, hat es eigentlich erst wirklich angefangen. Ein weiteres Kapitel im Buch sind nicht nur die Mauern zwischen Nationalstaaten, sondern auch die Konstrukte, die in unseren Städten, also viel näher zu uns, errichtet werden. Das ist die Abschirmung des Wiener Weihnachtsmarkts, das dann am nächsten Tag so ausgesehen hat. Also wir wollen auch diese, das sind dann verpackt in Weihnachtsgeschenken, diese Betonkörper. Wir wollen natürlich auch nicht konfrontiert werden mit Schutzmaßnahmen. Und so gibt es eine Reihe von Architekturen, wie man die Stadt sicherer machen kann, ganz einfach durch Bäume oder Steine oder bewährte fundierte Blumentröge oder bewährte fundierte Bänke oder auch zum Beispiel mit ikonischer Schrift, wie hier vom Arsenal-Stadion in London. Also es ist ein sehr, sehr wichtiger Teil, dass wir nicht konfrontiert werden mit Elementen, die möglicherweise auf Gefahr hindeuten. In New York ist das vielleicht anders, weil es auch New York durch 9/11 härter getroffen hat und man dort einen großen Gewöhnungsinfekt schon hat. In New York gibt es, oder Lower Manhattan, gibt es drei Bereiche, die sich aus dem Stadtgewebe gelöst haben. Hier zum Beispiel das Financial Center mit der Stock Exchange.
Da gibt es 5 Zufahrtstore zu diesem Gebiet, das stark bewacht ist. Also hier sieht man ein Wächterhäuschen und 2 so hydraulische Schranken, wo man dann in der Mitte mit dem Auto stehen bleibt, durch einen Bombenhund, wird das Auto dann umrundet und dann kann man seine Fahrt fortsetzen in das Innere. Das ist eher so ein mittelalterliches Torprinzip. Hier sieht man das nochmal. Und es gibt auch Versuche von Beschönigungen, die eigentlich dann in der Praxis nicht funktioniert haben, wo man dann doch wieder auf altbewährte Methoden zurückgegriffen hat. Und man sieht hier Getränkeablage und so. Es wird eigentlich schon als Stadtmöbular verwendet. Hier ist der Zugang zur Stock Exchange, zur Börse, wo man auch den Zugang dem Gebäude vorgelagert hat, also die Architektur, die hier eigentlich im Gebäude war, diese Zugangsbeschränkung hat man vorgelagert, um eine mögliche Bombendetonation in den Außenraum zu bringen und nicht, weil wenn da jemand eine Bombe hat und schon im Gebäude ist, ist es zu spät. Es ist besser, wenn es im Stadtraum passiert. Also die Gefahr ist dem Gebäude vorgelagert worden. Nächstes Kapitel im Buch geht über Crowd Control, also auch Entwürfe, die nicht physisch sind, wo zum Teil die Polizei durch ihre Formation, fast wie beim, man kann sagen, wie beim, beim Ballett, sind Formationen, die große Menschenansammlungen in eine Richtung zwängen können, hier zum Beispiel nach vorne oder zur Seite, oder eine große Menschengruppe teilen kann durch einen anderen Menschenkeil und, oder einschließen, das berühmte Kettling, wobei sich die Polizisten hier mit Handbewegungen Zeichen geben, um verschiedene Formationen einzunehmen. Berühmte Beispiele waren beim Occupy Wall Street in New York, wo der Zuccotti Park besetzt wurde, wo hier ein Vorfall von Kettling dokumentiert wurde, der sehr in den Medien sehr breit ausgetragen wurde. Hier hat man ein Netz verwendet zum Kettling, also zum Einschließen von Protestanten oder Protestierenden. Und es gibt mehr und mehr Versuche, um diese Bad Press, also die schlechte Darstellung der Polizei zu verhindern. Und so wird mehr und mehr versucht, um auf Technologien zurückzugreifen, die nicht so physisch sind, wie hier zum Beispiel das L-Rate-System. Das ist ein Hochfrequenzklang. Das ist eigentlich eine Soundkanone, die die Menschen wegtreiben sollte. Und natürlich kann man das nicht fotografieren. Man kann Sound nicht fotografieren, man kann es auch schwer in den Medien vermitteln. Also man probiert mehr und mehr die großen Menschenansammlungen zu kontrollieren, ohne physische Formen dabei anzunehmen, das anzuwenden. Wie hier zum Beispiel, das ist der ShotSpotter, ein spezielles Mikrofon, das Schüsse aufnimmt oder Schüsse erkennt. Im Zusammenhang mit Kameras kann man so, also ganze Lower oder ganz Manhattan ist damit ausgestattet, man kann einen Schützen durch die Stadt verfolgen. Hier sind Nummernzeichen, Laser, man kann diese Person bis zur Haustür verfolgen. Also die total überwachte Stadt. Ist in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelt worden und wird jetzt verkauft an andere amerikanische Städte. Auch in der Schweiz gibt es Methoden, um die Bevölkerung oder die Grenzen zu kontrollieren oder zu überwachen. Es passierte bislang mit dieser eher kleineren Drohne. Seit diesem Jahr gibt es die Hermes 900, eine neue Drohne. Hier sind die
Drohnenflüge dieses Ruag Ranger im Jahr 2016 aufgenommen worden. Das sind die gesamten Flüge von 2016. Vor allem hier ist ein Drohnenlande, ein Flugplatz. Hier geht es um die Grenzsicherung im Süden, hier die Grenzsicherungen eher im Norden. Ja. Und ein Bild so von dieser Drohne in ungefähr 5000 Meter Höhe hat diese Auflösung. Also man kann dann schon sehr, sehr gut erkennen. Das ist auch ein bewegtes Bild. Jetzt ist nur ein Still, aber das kann man eigentlich, ist ein bewegtes Bild und man kann eine Person, die hier zum Beispiel geht, durch den Stadtraum verfolgen. Als letztes Beispiel noch, ich ende mehr mit Elementen, die nicht im Handbook sind und die sehr recent sind, sehr in letzter Zeit aufgetreten sind und auch zum Teil dann oft schwieriger darstellbar sind. Also das ist noch die eher leichter darstellbar, wie protestierende Elemente, die gegen sie gerichtet sind, eigentlich für sich verwenden können, durch einfache Mittel, wie die Protestierenden sich einander helfen. Mit Handzeichen werden hier Helme angefordert, wie man auch militaristische Techniken anwendet, also nicht mit Schildern, sondern mit Regenschirmen. Hier sind diese Handzeichen, zum Beispiel Polizei, wir brauchen Helme, wir brauchen Regenschirme und so weiter. So haben sich die Protestierenden in Hongkong verständigt. Und der Gegner ist der chinesische Staat in diesem Fall mit Gesichtserkennung und neuen Technologien. Und es gibt neue Gegenangriffe. Laserpointer werden gegen Kameras gerichtet. Mit Spray werden Kameras verdunkelt. Und zum Teil werden auch Smart Poles, jetzt müssen wir schauen, ob das funktioniert, ich habe kein Internet, aber man sieht hier, wie die Protestierenden diesen Lichtmasten umschneiden, hier abflexen und umschneiden. Weil das ein Lichtmast ist mit zig Sensoren, der auch Kameras in sich hat, Wärmesensoren und so weiter. Und diese Straße ist ausgestattet mit einigen Sensoren, die eigentlich die Protestierenden überwacht haben. Also es ist, was hier interessant ist, ist eigentlich das erste Anzeichen der Smart City ist, also das erste Anzeichen unserer zukünftigen Stadt, an der wir gerade arbeiten und die gerade in diesem Moment, wo wir daran arbeiten, eigentlich schon zu einem großen Kritikpunkt wird hier. Also wo man sieht, es kommt sehr darauf an, wer am anderen Ende dieser Sensoren und Kameras sitzt, ob das zu unserem Wohl ist oder nicht. Ja, damit, das ist jetzt das Gästebuch in der Ausstellung, das ist die Zelle. Wir haben in der Ausstellung eine Zelle nachgebaut, die kleinste Gefängniszelle, ich glaube, die ist aus Ghana, 1,4 mal 1,4 Meter und die Innenwände sind als Gästebuch. Da haben sich, Rudolf Steiner war auch hier und ja, einige haben sich hier eingetragen schon. So, danke. Ja, also vielen Dank, Theo, für den Vortrag. Danke, dass Sie hier sind. Ich bin, stand vorhin an der Wand. Was mir aufgefallen ist in deiner Präsentation, das Buch ist ja eigentlich noch viel stärker eine grafische Arbeit. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das sieht, also mit sehr, sehr einheitlichen grafischen Darstellungen. Mit weniger Fotos, mehr wirklich, wirklich aufwendigen, super ästhetischen, super schönen Darstellungen. Du hast auch die wirklich harten Sachen weggelassen, die eher deprimierenden Darstellungen. Es gibt Doppelseiten mit Hinrichtungsmethoden, Schlachthäuser, noch viel mehr Zäune, Wände, Überwachungssysteme bei Privathäusern und so weiter. Also wenn man das Buch in konzentrierter Form anschaut, und ich habe da lange drin geblättert, es steht so ein bisschen auch ein Gefühl der Faszination des
des Schrecklichen. Und in konzentrierter Form ist es ein relativ deprimierendes Buch, weil eigentlich alle Schrecken dieser Welt darin abgebildet sind. Und ich frage mich, welche Absicht hast du verfolgt oder was fasziniert dich an der Darstellung der Dinge, die wir uns eigentlich nicht wünschen würden auf dieser Welt? Ja, es war eher, also im Prinzip, sehr am Beginn vom Buch war diese Idee dieses Dark Neuferts. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie alle den Neufert kennen. Sind Sie alle Architekten im Publikum? Entschuldigung. Viele Architekten. Gut. Ja. Und der Neufert fängt an eigentlich mit der Wand. Was mir am Neufert gefällt, ist am Anfang so banal anfängt mit der Wand. Da gibt es diese Wand aus den verschiedenen Materialien und so. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, es gibt auch andere Wände, eben Wände zwischen Nationalstaaten, und die sind nicht im Neufert. Die werden dann nicht erklärt. Und das war so der erste Einstieg in diesen Dark Neufert. Und dann war eben die Idee geboren, und haben wir gedacht, wo gibt es, also was deckt der Neufert ab? Oder was sollte der Neufert abdecken? Zum Beispiel das letzte Kapitel im Buch ist Landschaftsarchitektur. Genau. Also es sollte auch Landschaftsarchitektur drin sein. Es sollte auch über Städtebau, also das sind die Flüchtlingscamps, Refugee Camps. Also die Idee war doch, unsere Bandbreite abzudecken und in jedem dieser Elemente etwas zu zeigen, was Kollegen von uns machen könnten oder selbst, wo man selbst vielleicht einen Auftrag bekommen könnte, aber Nein dazu sagen sollte. Aber die Ironie ist ja, also wenn man im Neufert blättert, dann kriegt man eine Idee davon, wie in etwa ein Flughafen sein sollte, wie groß er sein sollte, welche Pistendimensionen in etwa. Das ist eigentlich wirklich ein Handbuch für die positive Umsetzung eines Bauwerks. Aber dein Buch, und das glaube ich, ist ja die große Ironie, der also Neufert sagt, do this, aber dein Buch sagt ja eher, don't do this. Also es ist eigentlich eine Dystopie in einem gewissen Sinne. Ja. Und da in sich auch eine gewisse Ironie. Ja. Also du willst ja nicht wirklich, dass immer mehr Häuser mit Krokodilteichen rundherum gebaut werden, damit die Insassen der Häuser geschützt sind. Das ist ein Beispiel aus dem Buch. Ja. Also das ist wie so ein bisschen ein Spiel mit der Idee eines Handbuchs. Weil ein Handbuch wie das von Neufert hat ja einen praktischen Nutzen, und bei deinem Buch wünscht man sich, dass es eher nicht benutzt werden muss. Ja. Und das war Absicht. Das war sicher Absicht. Also ein Spiel mit den ästhetischen Formen bei Neufert. Ich glaube auch, es ist, und das schreibst du, es gibt auch Texte im Buch, es ist auch ein bisschen eine Illustration der Kräfte der Globalisierung. Ich glaube, das ist wichtig, dass in mehreren Texten wird das immer wieder erwähnt. Darum auch die Einleitung, ich weiß nicht, ob das stark, aber ich arbeite seit 15 Jahren an dem Snapshots of Globalization, heißen diese, wie eben diese Flight Information Regions. Und ja, für mich ist Globalisierung so faszinierendes Phänomen, wo wir uns alle kennenlernen, wieder kennenlernen. Die Menschheit ist eine große Wiedervereinigung, die natürlich mit sehr großen Fortschritten und Rückschritten passiert. Also, wenn man das Buch genau sieht, wünscht man sich eigentlich eher keine Globalisierung. Ich glaube, dass im Buch die Rückschritte der Globalisierung sichtbar sind. Mhm. Und sozusagen die Kehrseite. Ja, das ist eigentlich die Kehrseite der Globalisierung. Diese ist ja so eine Vorwärts-Rückwärts-Bewegung. Mhm. Und Sie wollten uns auch noch, wir haben uns am Telefon bereits darüber unterhalten, über die Quellen. Also ich glaube, klar ist die Qualität der Darstellungen, ist die Qualität der Quellen. Also du hast jetzt im Vortrag erwähnt, teils aus dem Netz, teils nehme ich an andere Handbücher, andere Informationen. Wie stellst du sicher, dass die Quellen stimmen?
Also du musst in irgendeiner Form ein Qualitätskriterium haben. Also ja. Wenn man so, das weiß ja jeder, im Netz findet man alles. Ja. Nein, es muss eine seriöse Quelle sein, sowieso. Aber meistens muss dann zwei oder drei Quellen sein, die das Gleiche behaupten. Also bei den Zäunen zum Beispiel, wenn wir nur auf Foto uns verlassen müssen, zum Beispiel von einem Zaun zwischen Russland und der Ukraine in Donbass, dann muss es zwei, drei Fotos von diesem Zaun geben. Mhm. Wenn es nur einer ist, dann funktioniert es nicht. Es gibt zu viele, zum Beispiel auch von der amerikanischen, es gibt zu viele Fotos mit falscher Unterschrift. Dass der Zaun halt irgendwo ist. Was ich mich frage auch, also insbesondere beim Buch, also ein bisschen war es weniger sichtbar beim Vortrag, man ist ja auch in einem gewissen Sinne ästhetisch geblendet durch die Qualität der Darstellung, sind sehr schön, sehr einleuchtend, viele sind wirklich schockierend, also viel schockierender als die Beispiele, die du jetzt gewählt hast, also ich glaube, das Publikum hast schonen wollen und dennoch bleibt aber doch so auch ein bisschen ein Gefühl, jede Darstellung ist auch eine extreme Vereinfachung, ist eine extreme Reduktion von Komplexität. Und also ich glaube, es gibt ja auch, es ist ein bisschen das PowerPoint-Problem. Also ich glaube, es gibt ja PowerPoint, ist eine Form, etwas zu zeigen, aber mittlerweile wurde PowerPoint so oft benutzt, dass es fast eine Denkmethode geworden ist. Mhm. Also Leute, die so viel PowerPoint benutzen, denken am Ende auch wie PowerPoint. Und das ist immer auch eine extreme Vereinfachung, wird in einem gewissen Sinne auch eine Denkart. Und was mich interessieren würde, ist in diesem Drang oder Zwang zur Darstellbarkeit auf einer Karte, was ist der Vorteil gegenüber anderen Formen des Erkenntnisgewinns, wie zum Beispiel die Erzählung, also was ist der Vorteil etwas Abbildbaren gegenüber einem Text zum Beispiel, der ja eigentlich in viele Dimensionen gehen kann? Also außer, dass Architekten das sehr gerne machen. Ich glaube, als Architekt ist man von vornherein ist die Sprache der Plan. Genau. Und ein Bauplan ist so viel einfacher zu vermitteln, als wenn ihr einen Text über den Bauplan schreiben würde. Genau. Also, und ich glaube, das kommt daher. Man weiß, also mit meiner Zeichnung kann ich es so schnell vermitteln, viel schneller, als wenn ich darüber reden oder schreiben würde. Ich mache den Plan, mache die Codierung und es ist eine Sprache, die auf der Baustelle einfach unmissverständlich ist. Mhm. Ich glaube, wenn man das, dass man dann schon merkt, okay, diese Zeichensprache, die kann ich nicht nur auf meinen Plan anwenden, nicht nur auf Architektur, sondern dann Städtebau, man kann sie auf die Welt anwenden. Man kann, es gibt keine Maßstabsbeschränkung für diese Zeichensprache. Aber die Manie der Architekten, alles auf Plänen darzustellen, ich bin nicht Architekt, aber ich bin oft mit Architekten unterwegs, auf den sogenannten Seminarwochen der ETH, mit Studierenden und ich rede dann oft mit Studierenden und ich spüre auch einen gewissen Fetisch für Pläne. Und wir haben uns auch schon darüber unterhalten, ich war zum Beispiel im letzten Herbst mit Architekturstudierenden im Tessin und da hatten alle so sogenannte Schwarzpläne von Tessiner Dörfern und ich fand es irgendwie interessant, aber ich habe immer noch nicht genau verstanden, was man denn aus einem Schwarzplan lesen kann, außer dass das Dorf jetzt im Südosten ein bisschen dichter ist als im Nordwesten, aber das habe ich nach zwei Minuten gesehen. Also das Gefühl, der Plan ist auch ein Fetischobjekt, das funktioniert über die Überästhetisierung. Also Pläne sind irgendwie geil. Das Wort. Na, sind sie auf jeden Fall. So ein Schwarzplan ist fantastisch. Aber was liest man aus einem Schwarzplan? Nichts, ist einfach schön. Also ein Schwarzplan ist einfach so schön. Das stimmt. Sie sind irrsinnig schön. Aber viele der Darstellungen in dem Buch sind ja tatsächlich auch extrem schön und es ist eine Ästhetisierung von Sachverhalten, die aber auch eine Reduktion ist. Also ich denke auch bei den Ländern, die du gezeigt hast, die Liste der Länder, die Schweiz hat mit 156, glaube ich, war die Zahl, anderen Ländern irgendwelche Verträge, dass man visumsfrei reisen kann, Afghanistan natürlich viel weniger, was
irgendwie bedauernswert ist, aber man könnte auch einen Umkehrschluss ziehen und jetzt nicht nur sagen, das zeigt, wie gemein es ist für Afghanistan, man könnte auch sagen, ja gut, es bildet halt eine politische Realität ab und offenbar gibt es Länder, die friedlicher zusammenleben mit anderen. Also ich finde, es hat so einen leicht ideologischen Drall oft. Ja, das hat es wahrscheinlich, ja. Und ich glaube, das ist ja vielleicht auch der Unterschied, weil du mich mal gefragt, also ich glaube, das kommt, glaube ich, auch im Buch vor, es ist teilweise auch eine journalistische Methode, sogenannte Research, das, was Journalisten auch machen, aber was du machen kannst oder dir erlauben kannst im Buch, ist, es kriegt einen gewissen Drall, der zumindest im Journalismus nicht möglich wäre. Mhm. Das Buch heißt ja auch Handbook of Tyranny und viele der im Buch vorgestellten Bauten sind halt Bauten, die in demokratischen Systemen entstehen. Also dass jetzt irgendwie London Parkbänke aufstellen will, wo Leute nicht Drogen verstecken oder nächtigen, finde ich jetzt nicht per se verachtenswert. Nein, aber zum Teil ist der Tyrann sind wir selbst. Mhm. Also wir beschränken uns selbst die Freiheiten, die wir haben könnten. Mhm. Also wir wählen selbst für mehr Sicherheit und weniger Freiheit. Okay. Sehe auch die Tyrannei liegt auch in uns. Es ist nicht so, dass das immer außerhalb von uns liegt und immer die anderen sind. Aber wenn du deine Rolle beschreiben müsstest, also als derjenige, der das Buch gemacht hat, ist es eher eine journalistische Arbeit, ist es eine architektonische Arbeit oder ist es, geht es vielleicht in Richtung Aktivismus, was nicht negativ gemeint ist? Schwierig zu antworten, muss ich sagen. Habe nie darüber nachgedacht, was jetzt wirklich, also mir geht es, ja, es meistens geht halt immer um Raum, also ich sehe es schon als eher architektonische, würde ich sagen. Natürlich auch Aktivismus. Es sind natürlich auch Themen, die Themen sind bewusst gewählt. Das sind einfach so, es muss schon was sein, wo man darüber eine Meinung hat oder einen Standpunkt. Auch wenn es nicht, also wie zum Beispiel mit Parkbänken, das ist dann vielleicht eine persönliche Meinung. Die ist jetzt in dem Fall? Ja, das ist, dass ich finde, auf der Parkbank soll man sie hinlegen können, persönlich. Also denke mal, warum soll da keiner liegen können? Also weißt, die Gegenposition wäre jetzt zu sagen, also ich spiele jetzt ein bisschen des Teufels Avocat und mache mich jetzt freiwillig zum Unsympathen, aber die Gegenposition wäre ja zu sagen, es ist gut, dass die Leute in Städten wie Paris oder London nicht nächtigen können auf der Parkbank, weil wenn es Winter ist und es kalt ist, dann erfrieren sie, so werden sie gezwungen, wenn es sie denn gibt, das weiß ich jetzt im konkreten Fall nicht, diese Notschlafstellen heißt das in der Schweiz, aufzusuchen, wo sie versorgt werden. Ja, ich glaub, dann, könnte man auch so sehen. Ja, sonst liegen sie halt unter der Brücke oder so. Ja. Was ich mich oft frage, bei der Faszination auch der extremen Ästhetisierungen der Darstellungen, Sie täuschen oft ja auch eine Erkenntnis vor, die noch nicht so gegeben ist. Also sie sortieren Fakten, aber den Schluss, den man daraus ziehen kann, bleibt eigentlich offen bei den meisten. Ja, es soll auch, also ich probiere in der Zeichnung schon objektiv zu sein. Im Text bin ich sicher nicht objektiv, aber die Zeichnung soll nicht unbedingt in eine Richtung gehen. Also die Texte sind im Buch schärfer, aktivistischer als die Zeichnung. Die Zeichnung soll neutral sein. Also ich sehe auch einen architektonischen Plan oder Grundriss oder Schnitt, ist auch ein relativ neutrales Ding. Das weist noch nicht unbedingt in die Funktion. Wieso heißt das Buch ein Handbuch der Tyrannei? Also wieso das Wort Tyrannei? Ich habe immer nachgeguckt, was eigentlich die Definition eines Tyrannen ist. Und dann Tyrannei bezeichnet man eine als illegitim betrachtete Gewalt- oder Willkürherrschaft eines Machthabers. Also es ist schon ein extremer polemischer Drall. Ja, ist es, aber es ist vielleicht im Zusammenhang mit dem Handbuch,
legitim. Das sind super Titel. Ja, ja, ich weiß schon. Aber ich glaube, das ist einfach, ja, ich sehe es halt auch als Selbstkritik. Also ich sehe auch zum Teil den Tyranns sehr oft in uns selbst. Also wir haben der Passport war unsere Idee. Und wir finden es eine super Idee. Weil wir können fast in alle Länder einfach reisen. Ich finde es total faszinierend. Wir finden es, also solange ich keinen afghanischen Passport habe, ist der Reisepass ja, super Erfindung. Und dadurch finde ich, dass die Tyrannie mehr selbstreflektiv zu sehen ist, als in jemanden anders zu suchen, in sehr vielen Dingen. Ja, aber die Beispiele jetzt zum Beispiel, wie man die Weihnachtsmärkte schützt oder wie man allgemein Städte schützen kann vor Fahrzeugen, die irgendwie Bomben beladen, ist ja nicht ein Ausdruck einer Tyrannei, sondern ein Ausdruck einer demokratischen Gesellschaft, die sich schützen will. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass es diese... In Wien sind sie besonders hässlich, muss ich sagen, dass es diese Dinge gibt. Es gibt ein Gefühl von Sicherheit, das legitim ist. Ja, nein, es gibt auch Punkte im Buch, muss ich sagen, so wie eben das Angesprochene. Da könnte ich auch nicht sagen, ja, das ist jetzt völlig daneben. Mhm. Es gibt auch eben der Amsterdamer Bürgermeister, der, glaube ich, hat der vorige, jetzt ist er Bürgermeisterin, und der hat... Ich glaube, im Oktober 2018 hat er gesagt, Amsterdam wird nie Betonblöcke haben. Dann war irgendein Ereignis und zwei Monate später waren dann 100 Betonblöcke. Nach den Anschlägen auf die verschiedenen... Ich glaube, in Nizza war das oder so. Und er hat dann erklärt, er wollte das nie, aber er kann das selbst nicht verantworten. Also wenn irgendwas passieren würde in Amsterdam, dann müsste er das persönlich verantworten. Und das kann man natürlich nicht als Bürgermeister. Und ich würde wahrscheinlich an seiner Stelle als Bürgermeister genau das Gleiche gemacht haben. Oder hätte tun müssen. Genau, das ist ja eigentlich dann die Gegennarration zu dem, was die Pläne aufzeigen. Ja. Also ja. Zäune können schützen, Bänke schützen, vielleicht vor Erfrieren. Also selbst Wände, die Mauer, die Trump bauen will zwischen Mexiko und USA, das ist nicht das falschste Beispiel. Ja. Fällt mir jetzt kein besseres ein, aber vielleicht gibt es Mauern, die tatsächlich eine Schutzfunktion wahrnehmen. Ja, es ist eben, es ist nie so einfach, dass man sagen kann, das ist komplett wirkungslos oder sinnlos. Weil bei der Todesstrafe bin ich mir ziemlich, Das ist eigentlich die schrecklichste Doppelseite, ich weiß nicht, wer das Buch genau kennt. Man kann da genau studieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... würde Diktator werden wollen eines Landes. Das ich glaube, es ist, ist da hinten, oder? Ja, das passt, genau. Und ich würde mir jetzt beschließen, dass in meinem Land die Todesstrafe eingeführt wird, und zwar mittels Steinigen. Und ich bin da relativ uninformiert, wie man steinigt. Dann kann ich mir das jetzt anschauen. Also ich muss da sehen, dass da irgendwie ein Loch graben muss. Ja, für Männer nicht so tief wie für Frauen. Genau. Und die Steine sollten zwischen 6 und 10 Zentimeter dick sein. Ja. Also ich könnte mich eigentlich hier informieren, auch wie man köpft. Das Erschießen von hinten besser ist, ist die chinesische Methode. Also das ist ein bisschen zynisch, über das zu sprechen, aber... Das ist echt das Faszinierende, auch so das seltsame Gefühl auch beim Blättern des Buches. Man ist irgendwie fasziniert und es kippt aber genau auch auf die Gegenseite. Ja. Also es könnte ja auch ein Handbuch für Tyrannen werden, ja, weil sie alle Elemente darin finden. Ich habe die Beispiele jetzt in meinem Vortrag nicht gezeigt, weil sie nicht so architektonisch sind. Ich probiere das wirklich architektonisch zu halten, das ist jetzt weniger architektonisch. Aber beim Kapitel Todesstrafe bin ich klar dagegen. Mhm. Also da ist einfach. Man kann sagen, ja, es soll kein Gesetz geben, das Ende von einem anderen oder von einem Leben bestimmt. Ich würde gerne noch ein bisschen reden über die Manie von Architekten, alles in Plänen darstellen zu wollen und vielleicht auch die Grenzen im erkenntnistheoretischen Sinne. Also wie ich bereits zuvor gesagt habe, ich bin
zweimal jährlich mit Architekturstudierenden auf sogenannten Seminarwochen, so in einem Schreibkurs und so, aber egal. Also ich rede dann immer mit den Studierenden, nehme wahr, wie sie die Welt wahrnehmen, und tatsächlich ist es so, wir haben uns bereits darüber unterhalten, die sind oft sehr gute Studenten, und, also Studierende der ETH Zürich, und sie schwärmen dann in Städte aus, in Dörfer, wir waren jetzt in den Pyrenäen, ein Jahr zuvor im Mississippi-Delta, und fotografieren und zeichnen und sind wahnsinnig fleißig, und am Ende gießen sie dann alles in Pläne und in zum Teil auch Skizzen, Darstellungen. Aber was mir dann immer auffällt, aber das ist wahrscheinlich jetzt aus der Warte meines Berufes, wenn man sie dann fragt, habt ihr mit Leuten geredet? Es gibt dann sogenannte Wrap-Ups, also abends erzählen die Studenten, was sie gesehen haben und wie sie glauben, wie man in diesen Städten zum Beispiel wohnt oder was es bedeutet, in einem kleinen Dorf am Mississippi zu wohnen. Aber alles, was dann zusammenkommt, ist eigentlich Kommentar zu Infrastruktur und Gebauten und relativ wenig Soziologisches, weil nämlich kein einziger Studierender mit den Leuten redet. Das wird einfach gefilmt, gezeichnet und Pläne gemacht. Und irgendwie irritiert mich das doch ein wenig. Also die Erkenntnis ist eine Erkenntnis, die sich richtet an dem, was im Raum ist. Ja. Und ich denke immer, Mann, rede doch mal mit den Leuten, anstatt jetzt die Gebäude anzuschauen und dann daraus zu schließen, ob die Leute jetzt glücklich leben in Fairchild, Mississippi. So. Also ja. Das finde ich immer total irritierend. Vielleicht eine Berufskrankheit der Architekt. Ja, aber in der Ausbildung wird ja sehr viel Zeichenunterricht gegeben. Also, ja. Dass man zeichnet und geredet wird, es wird immer präsentiert. Pläne werden präsentiert, Projekte werden präsentiert. So richtig, ja, soziologische Studien hat man dann halt oft nicht. Also man schließt dann oft auf die Art, wie eine Gesellschaft lebt oder was eine Gesellschaft zusammenhält oder antreibt oder die Ängste einer Gesellschaft anhand des Gebauten. Mhm. Also es wird ja alles inventarisiert. So es werden die Zäune gezählt, die Kühe gezählt, die Kirchen gezählt, die Brunnen gezählt. Am Ende hast du eine riesige Präsentation, aber ich frage mich dann manchmal, und ich spiele jetzt wirklich den Oberkritischen absichtlich, ja. Ich frage mich wirklich, weiß man, also haben diese Erkenntnisse einen Gewinn? Das betrifft jetzt nicht dein Buch, sondern es ist eher die Manie der Architekten. Also diese Liebe für den großen Plan. Ja. Ich hoffe, ich beleidige jetzt Architekten hier. Was sind viele Architekten hier? So. Ich glaube, es gibt schon das andere. Also, dass auch in der Ausbildung Interviews geführt werden. Mhm. Wobei ich sehr kritisch bin Interviews gegenüber. Also vorgefertigten Listen von, sind Sie zufrieden mit Ihrem Haus? Ja, wenn man dort auf den Stadtteil geht und dann hat diese Frage, dann die meisten sagen dann vielleicht nein und man schließt darauf. Also ich glaube, die Interviews müssen auch gut geführt werden. Also die Fragestellung muss so sein. Ich glaube, das ist auch eine Kunst, um neutrale Interviews zu führen. Ja, klar. Also wenn die Fragestellung ist, Sie sind sicher nicht zufrieden in Ihrem Haus, dann die meisten sagen dann, nein, ich bin nicht zufrieden. Also das kommt auch auf die Studierenden darauf, dass die wirklich gut oder vielleicht gar nicht die Interviewform, sondern freie Fragen, also ohne vorgefertigte Listen. Und man hat dann immer das Bedürfnis, dass man dann Vergleiche hat. Also 10% der Bewohner hatten diese und diese Antwort. So wird meistens mit Bewohnern geredet. Also auch wieder inventarisierend, Fragelisten, Auswertung, Prozente, Tortendiagramme. Und am Ende Diagramme, grafische Darstellungen, ja. Die dann irgendwas... Die dann wieder, wo man wieder konkludieren kann, 10% der Bewohner sind sehr zufrieden, 30% mittel und der Rest ist überhaupt nicht zufrieden. Und so. Also was ja oft auffällt, auch bei größeren Projekten von Architekten, jetzt, das ist jetzt wirklich keine Bemerkung über dein Buch, man nennt das ja dann Research, aber oft stehen ja die Thesen vorher schon fest und dann sucht man auch das Material, das die Thesen füllt. Mhm. Also das ist heute gedacht, weil ich mich heute mit einem längeren Text beschäftigen musste über die Countryside-Ausstellung, die Wim Kohlers im Guggenheim eröffnet. Und da war es wie so klar, dass ich glaube, das ist ein Projekt, das über 10 Jahre geht. Es geht darum zu beweisen,
dass die Städte immer langweiliger werden und dass es wirklich interessant wird auf dem Land. Also sozusagen die Avantgarde sich ins Land verschiebt und aus der Stadt. Aber wenn man schaut, wie das Material zusammengetragen wurde, auch die Präsentation, viele Darstellungen, nicht so schön wie in deinem Buch, dann habe ich so das Gefühl, man hat die These und füllt sie dann im Nachhinein mit Fakten, die die Thesen bestätigen. Das wäre eigentlich der Grundunterschied zu wirklich Research. Mhm. Und dennoch heißt es in der architektonischen Praxis oft, we did some research on. Also in der Architektur, die Kunstwelt macht das noch schlimmer. Die schlimmste, also irgendwie ja. 5 Schmetterlinge fotografieren und dann I did some research on butterflies. So. Das ist keine Frage, es ist eine Bemerkung. Ich bin recht glücklich mit dem Term Design Research, der recht neu ist, glaube ich, oder? Also ich bin mir noch nicht, ich kenne ihn nicht so lang. Ich denke mir, ja, das kommt eher hin. Und ich glaube, bei Architekten ist es eher so, dass oft das Research, weil, also wenn man Gebäude errichtet, gibt es ja immer böse Nachbarn. Oder beleidigt, keiner der Freude mit einem neuen Gebäude. Zuerst super Aussicht und dann plötzlich so ein riesen Rocher-Turm oder zwei. Und da muss man als beweisen, als Architekt, dass das super ist für alle. Also der Schatten ist allein, der kühlt alle und das ist super, dass man ein bisschen im Schatten ist. Und ein bisschen Wind ist auch immer gut durch den Hoch. Also alles ist dann positiv konnotiert. Also ich überspitze jetzt, ist jetzt ein bisschen ironisch. Aber sehr oft ist eben, wird das Research dazu verwendet, um die Architektur in das beste Licht für alle, für Politiker, Bewohner und so weiter zu setzen. Okay, das wäre eine rationale Begründung, dass man als Architekt auf so viele Felder der Stimmungen bespielen muss, um das Projekt durchzubringen. Ja, also sehr oft braucht man Research für das Narrativ. Man muss ja durch die Politik muss gehen, es muss das gehen, durch den Bewohnerrat. Ein gutes Research oder ein gutes Pseudo-Research im wissenschaftlichen Sinne. Ja. Meistens. Na. Also das beste Research ist ehrlich, also man lässt vielleicht Dinge weg, die, ja, also aber lügt nicht, sagen wir mal, es lügt nicht. Aber die ästhetische Komponente ist, also ich finde es wirklich ein extrem schönes Buch mit solchen Darstellungen, wie Sie vielleicht alle schon kennen, aber die ästhetische Komponente ist ganz wichtig, also Fakten werden ästhetisiert, halten teilweise fast einen Fetischcharakter und entfalten so eine viel größere Wirkung. Mhm. Also wenn Sie die Darstellungen von Naturwissenschaftlern anschauen oder Soziologen, ist es extrem langweilig. Ja, es gibt schon diese schönen, war das 19. Jahrhundert, diese wunderschönen Maiskolbenzeichnungen. Das ist wirklich 19. Jahrhundert. Ja, fantastisch. und Vögel und so, ja. Also ich sehe es, hier zum Beispiel ist im Buch, ja. Also das, ich liebe auch diese Darstellung, zeigt, wie man Häuser demolieren kann. Also das hat sogar meinen 8-jährigen Sohn fasziniert. Also alle Möglichkeiten, um Häuser auseinanderzunehmen. Das ist halt auch wieder eben genau, was man, woran man nie denkt, an das Ende des Gebäudes. Aber ja, ich sehe, wahrscheinlich bin ich schon so blind, dass ich die Ästhetik gar nicht sehe im Buch. Es ist echt so die Standard, wie man als Architekt Dinge darstellt. Genau, aber es muss so klar sein, dass, dass Politiker das verstehen würden. Ja, das stimmt schon. Man zeichnet oder produziert ja meistens für die Masse. Mhm. Also und auch für Nicht-Planleser. Das müssen ja alle verstehen. Es muss eben vom Politiker bis zum Nachbarn, alle sollten die Zeichnung oder die Darstellung so schnell und so gut wie möglich verstehen. Gibt es Dinge, die, eine rhetorische Frage, natürlich gibt es sie, es gibt ja die Dinge, die man nicht zeichnen kann, also die nicht darstellbar sind. Sind das nicht oft auch die wirklich sehr wichtigen Dinge, zum Beispiel die Auswirkungen der Digitalmoderne auf unser Leben, was bedeutet das, dass wir ständig in unsere Smartphones gucken, dass wir gar nicht mehr wie im 19. Jahrhundert den Himmel anschauen, da gab es diese schönen Turner-Gemälde, die gibt es jetzt nicht mehr, weil die Leute aufs Smartphone schauen und sozusagen die Daten als Herrschaftswissen, also
Studien von Ärzten, die sagen, die Leute werden nervöser, neigen zu Depressionen. Das hat viel mit Handykonsum zu tun, mit nicht mehr verankert sein in dem, was wirklich ist und so weiter. Und also diese großen Sachen oder auch Climate Change, der so uns so umgibt und so Teil unseres Alltags ist, es gibt ja den Begriff des Hyperobjects von Timothy Morton, also Objekte, die so groß sind und dass wir sie gar nicht mehr sehen, die lassen sich irgendwie nicht darstellen. Ja, das also, ist die schwierig. Die Frage wäre vielleicht eher, wie merkst du, was darstellbar ist und was nicht? Also du musst ja entscheiden, was dich interessiert. Ja, immer wenn es irgendwie physisch wird, auch mit dem habe ich echt ein Problem, also Problem, so wie ich jetzt zum Schluss mir gezeigt habe, eben diese Smart City und so, es versteckt sich mehr und mehr, also Kameras sieht man ja schon fast nicht mehr und ja, und doch ist es sehr, sehr wichtig, das zu zeigen. Aber zum Beispiel der Drohnenflug über die Schweiz, das finde ich dann fantastisch wieder, dass man sowas findet und dass man das, dann kann man wirklich zeigen, wo ist diese Flugbahn, dieses, weil im Prinzip schlussendlich ist doch alles wieder physisch. Also die Cloud hat diese Serverfarmen und die sind physisch, das sind riesige Dinge. Das stimmt. Und ja. Der Climate Change, der Zurückgang der Gletscher könnte man gut aufzeichnen. Ja, also man muss halt nur immer schauen, wo sind die Spuren, das ist eine Spurensuche. Aber wie geht die ab? Also hast du ein unbestimmtes Gefühl, was du suchen willst, was dich interessiert? Ja. Das war zum Beispiel tatsächlich so, dass du plötzlich mal dachtest, ich will eigentlich wissen, ob diese Drohnenflüge aufgezeichnet werden und irgendwo müssen diese Karten sein. Na, das haben vor mir schon Schweizer Journalisten gemacht. Eigentlich, die haben das schon... Die Drohnenflüge. Drohnenflüge schon aufgezeichnet, ja. Das ist... Ja. Also sehr in die soziologische Richtung gingen, weil man dann eben sehen könnte, inwiefern zum Beispiel digitales auch Stadtbilder tatsächlich sich physisch verändern. Ja. Ein Stück weit dachte ich, Sie hätten das vielleicht gemacht am Anfang, ich weiß nicht genau, ob ich das richtig verstanden habe oder ob es nur eine Verknüpfung war, die sich ergab, weil Sie sprachen von Schusswaffen und ja. Inwiefern sich die Distanz verändert. Und dann zeigten Sie die beiden Mappen. Das wird suggeriert von mir. Genau. Ja, aber das kann ich nicht beweisen. Mhm. Es wird nur suggeriert, dass das vorkolonialisierte Afrika völlig andere Grenzen gehabt hat, aber andere Technologie auch. Und dass das kolonialisierte Afrika mit seiner Technologie, die Europäer mitgenommen haben, völlig andere politische Einheiten geschaffen haben. Und es wird von mir suggeriert oder im Buch durch das Hintereinanderstellen von diesen beiden Seiten, dass das Einfluss hatte, dass das dadurch gekommen ist. Ja, aber das meine ich, das ist die rhetorische Kraft der Darstellung, die natürlich immer ein rhetorisches Moment entwickelt, wo du gesagt hast, leuchte mir auch ein, dass Architekten am Ende ihre Projekte verkaufen müssen und deswegen können sie das auch gut. Ja. Aber du hast mich auch noch gefragt, was eigentlich der Unterschied zum Journalismus ist. Wir haben kurz am Telefon darüber geredet und dann habe ich dir geantwortet, so könntest du im seriösen Journalismus, gibt leider sehr viel unseriösen Journalismus, könntest du natürlich nicht vorgehen. Ja. Weil das würde dann so einen deutschen Drall kriegen, der nicht nachweisbar ist. So, aber vielleicht können wir auch langsam so öffnen, die Runde für, wer immer sich mitdiskutieren will. Ja. Aber ich finde das auch interessant, also da finde ich schon spannend, wie jetzt diese zeitgemäße Stadt, die informierte Stadt oder Smart City, wie die uns verändert oder den Stadtraum physisch verändert. Ich meine, es ist jetzt ein blödes Beispiel, war dieser ein deutscher Künstler, der mit diesen 199 Smartphones durch die Straße gegangen ist, diese Woche. Ja, das war doch...
Genau, in Berlin. Das war doch ganz witzig. Und denkt man sich, ja, genau, so gibt es Counter-Movements oder so. Und so kann man, ich glaube, das ist eher vielleicht, wenn das Medium so, ungreifbar ist, dass vielleicht die Gegenreaktion dann anders ist. Ja. Ja. Aber tatsächlich würde ich auch meinen, dass das, wenn man Beobachtung anstellt und es für eine längere Zeit ideal liegt und verschiedene Aspekte mit reinnimmt, dass das dann wissenschaftlich werden würde, wie eigentlich im Journalismus oder in der Soziologie. Also Journalismus ist auch eine Disziplin, die fächerübergreifend ist, natürlich keine Wissenschaft, eigentlich die Architektur. Ja. Ein Projekt, das dem weitergeht, dass es tatsächlich versucht, auch weiter auf Verbindungen aufzuführen. Weil das ja gerade das ist, was ich zumindest sehr interessant finde, dieses, was machen eigentlich genau diese tyrannischen Momente eigentlich mit den Menschen und mit dem Städtebau auch. Mhm. Und der dann wiederum, also so, weil das ja eine gegenseitige Beeinflussung ist. Ja, genau. Also ich habe diese Proteste in Hongkong sehr, sehr interessant gefunden, wie plötzlich Stadt gegen Mensch, also wie die Stadt plötzlich als Feind betrachtet wird und welche Methodik entwickelt worden ist, weil das ja jetzt über Jahre entwickelt worden. Es hatte diese Umbrella Revolution gegeben, 2017 glaube ich, und da ist relativ viel Wissen aufgebaut worden, das jetzt 2019 angewandt worden ist. Und eben Gesichtsverhüllung. Mhm. Es sind Demonstranten gezwungen worden, ich habe das auch bei meinen, mein Telefon kann man auch entriegeln mit meinem Finger. Und sie sind gezwungen worden, den Finger dann über ihren Telefon, also man hat dann auch das Telefon von sich, hat jeder ausgeschalten, damit man nicht weiß, dass das Telefon ist anonymisiert worden, dass die Polizei, wenn auch jemand das Telefon bei sich gehabt hätte, nicht beweisen hätte können, dass das dein Telefon ist. Mhm. Also sobald der Link, weil dann vor Gericht wäre das als Beweismittel zugelassen worden und so weiter. Es gibt ja verschiedenste, auch diese Informationskette in der Stadt, super interessant. Also die Stadt als Schlachtfeld, wäre in Hongkong, es ist in Hongkong völlig eine neue, hat eine neue Dimension erreicht. Und ja, finde ich eben, da könnte man wahrscheinlich jetzt am meisten lernen, über die Stadt selbst. Also Google hat ja Google Sidewalk Lab, die haben in New York die ganzen Telefonzellen aufgekauft, da gibt es noch Überreste, und die stellen jetzt elektronische Billboards drauf. Also da sind die ganzen Anschlüsse schon, die haben die billig gekauft. Und jedes Billboard, das ist jetzt elektronische Anzeige, Oper hier, und also Opera und Reklame und so. Und hat aber, ich weiß nicht, bis zu 70 Sensoren sind in diesem Ding, die Wärmemesser von den Leuten, die vorbeigehen, Sound messen, alles. Also Google hat dann flächendeckend in New York Sensoren stehen. Ich noch einen Schritt zurück, noch zwei. Das fand ich faszinierend, als ich sagte, gibt es denn Tätigkeiten, die nicht darstellbar sind, oder gibt es menschliche Aktivitäten, die nicht darstellbar sind? Und das hast du gesagt, fand es euch interessant, dass sich alles irgendwie dann in Architektur niederschlägt. Mhm. Das finde ich irgendwie eine interessante Bemerkung, weil ich plötzlich jetzt beim drüber nachdenken glaube, dass du wahrscheinlich recht hast, was auch ein bisschen den Totalitarismus vieler Architekten erklärt, weil am Ende stehen irgendwo diese Serverfarmen. Ja. Also in Irland zum Beispiel habe ich mal eine besichtigt, die war riesig und man sah keine Menschen außerhalb vom Dublin-Flughafen. Ja. Riesiges Gebiet, aber Google und so weiter und so weiter. Das fand ich irgendwie interessant, würde auch die Frage beantworten, warum Architekten sich mit so vielen Gebieten beschäftigen, weil am Ende ist alles Raum und Raum ist Zeit und alles ist dann irgendeine Form von Architektur, auch wenn es Architektur ohne Architekten in einem gewissen Sinne ist. Ja.
Es gibt da, die Holländer waren ja sehr gut vor dem Zweiten Weltkrieg mit der Aufzeichnung, welche von den Konversionen, wo die jüdische Bevölkerung wohnt. Und da hat es ein statistisches Zentralamt gegeben in Amsterdam, das war im Amsterdamer Zoo, und das ist dann vom Widerstand, die haben probiert, das zu vernichten, haben da eine Bombe hochgehen lassen, das ist aber relativ wenig passiert. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich wie wenn man eine Serverfarm, also wenn es einen neuen Krieg gibt, wie wenn man eine Serverfarm einfach hochgehen lässt. Das ist wirklich, also das war so ein Datenzentrum, die fast analoge Serverfarm. Und die Deutschen natürlich, für denen war das eine Schatzgrube. Ja. Vielleicht, um das abzuschließen, gäbe es eine Möglichkeit, dass du dasselbe machst, das würde nicht heißen Handbook of Tyranny, das würde vielleicht heißen ein Optimist's Compendium oder weiß der Teufel was, mit nur super positiven Darstellungen, die der totale Beleg von Fortschritt sind. Das ist ja der Neufert schon. Da sind glückliche Hühner drinnen und Kühe. Ah, wirklich? Ja. Das wird immer. Der Neufert sollte eigentlich dieses Optimale. Aber könntest du dir vorstellen, dich dem Zwang auszusetzen, so ein Handbuch herzustellen, wo menschlicher Fortschritt abgebildet wird? Mhm. Also vielleicht verbessern sich Spitäler massiv, die Spitalarchitektur. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass die Gefängnisse vielleicht nicht in den USA, aber in anderen Ländern sich verbessern. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, es gibt ein Handbuch des Fortschritts. Stimmt schon. Also wenn man jetzt das in chronologischer Reihenfolge aufzählen oder darstellen würde, stimmt es schon, ja. Könnte man sicher machen. Mach's. Ja. Ja, gut. Also aus meiner Sicht. Ja. Eigentlich können wir noch Fragen an das Publikum übergeben. Ja, ja. Ich nehme sie mal vielleicht daraus, die erste zu stellen. Weil es ein Vorteil ist, euch beide nebeneinander auch sitzen zu haben. Und es ging jetzt kurz schon noch um Methode, wo der Theo dann auch sozusagen zugegeben hat, dass wenn die Beweislage, um etwas zu zeigen, fehlt, dann suggerierst du oft. Das stimmt nicht. Also du hast vorher gemeint, du suggerierst, dass es einen Zusammenhang gibt. Du es kannst ist nur es nicht in beweisen. In einem Fall im Buch. Ja. Und es ist durch das Glück, dass im Buch sehr reell gelesen wird, also durchgeblättert wird. Jetzt habe ich einfach zwei Daten hintereinander gestellt, also hier im Buch, und damit suggeriere ich, ohne dass es irgendwo im Text, sonst würde ich immer drüber schreiben, aber es wird hier das als Einleitung verwendet und in der nächsten Seite sieht man einfach das. Und da gibt es im Text keine, glaube ich nicht halt, irgendeine Referenz oder irgendwie, dass dazu was gesagt wird. Okay. Und dürfte das ein Journalist? Nee. Sie fragen ihn, er dürfte nicht suggerieren. Also es wird natürlich ständig gemacht. Ja. Aber das ist die einzige Stelle im Buch, wo man darf nicht suggerieren, man sollte auch keine. Oder das meine ich, das hat so was, aber das ist wirklich keine Kritik, sondern im Grunde genommen ein totaler Bewunder, das hat so was Staatsanwaltschaftliches. Ich habe mir schon gedacht, das ist, ich weiß nicht, Sie sind wahrscheinlich alle zu jung, um das noch erlebt zu haben, das ist der O.J. Simpson-Moment. Da gab es die Darstellung, so groß ist eine Hand, als O.J. Simpson verurteilt wurde. Und dann kommt eben die Darstellung möglicher Handschuhgrößen. Und dann war klar, die Hand kann nicht in diese Handschuhe passen, also die Handschuhe des Mörders. Und dann kam der Satz des Verteidigers Johnny Cochran, if it doesn't fit, you must acquit. So, der entscheidende Moment war eine grafische Darstellung von Händen und Handschuhgrößen, dass die dann dazu geführt hat, dass O.J. Simpson des Mordes an seiner Frau freigesprochen wurde. Und das war so ein extremer staatsanwaltschaftlicher Moment, der im Wesentlichen funktioniert hat, nach, weiß nicht wie lange der Prozess dauerte, zwei Bilder. Durchschnittshandgröße, Handschuhgröße. So, zu erledigen. Das, glaube ich, ist so das Staatsanwaltschaft. Das Buch funktioniert teilweise auch so. Ja. Ja, das ist der einzige Moment im Buch, glaube ich, wo das so ist. Und das ist auch so ein bisschen PowerPoint. Okay. Das und dann das und man lässt es unkommentiert, weil man kann es nicht beweisen. Es ist unbeweisbar, dass das zu dem führt. Man kann es sich vorstellen. Vielleicht ist es so. Aber sonst ist das nicht meine Art. Okay.
muss ich sagen. Also ist es, dass du dich jetzt auf der Anklagebank fühlst? Ja. Ja, ich meine, trotzdem in die Richtung weiter. Ja. Doch anklagen, ich möchte vielleicht nachbohren, oder wie Veronika schon gefragt hat, warum heißt das Buch Handbook of Tyranny? Warum heißt es nicht zum Beispiel Handbook of Territory? Territory ist viel neutraler belegt. Im Sprachgebrauch Tyranny ist eigentlich negativ belegt. Also es strahlt etwas Gefährliches aus. Es sagt eigentlich auch schon, dass alles, was im Buch gezeigt wird, was mit Tyrannei zu tun hat. Mhm. Aber im Buch selbst bist du ja eigentlich immer neutral. Also du versuchst eigentlich nie zu werben. Bei der Todesstrafe stimmt's, da wird es etwas klarer. Aber die Darstellungsart ist relativ neutral und sachlich. Also du glaubst es eigentlich immer, wo der Leser es schafft, dass er eigentlich die Konklusionen macht. Also du leitest zwar dorthin, aber es bleibt relativ neutral. Und ich habe mich gefragt, warum die Wahl auf Tyrannei oder Tyranny gefallen ist und ob du uns das Wort erklären kannst. Weil ich kann mir vorstellen, du weißt sehr gut, was das Wort bedeutet oder wo es herkommt. Ja, aber ich habe es zuerst schon gesagt. Also ich finde es... Es regt zum Nachdenken an, also wer jetzt wirklich, wo die Tyrannei ist oder wer da dahinter steckt. Also ich finde es deswegen stark, weil man immer an eine Möglichkeit denkt, dass das so gewollt ist. Also ich finde es immer witzig, dass wir Dinge einfach für normal annehmen, wie der Reisepass. Das ist halt so. Das ist entworfen, das ist darüber nachgedacht, wir wollen das. Das ist ein internationaler Beschluss, wir wollen einen Reisepass. Und das ist, also dieser Wille oder diese, es ist eingeführt, es ist ein Gesetz. Ist das eine deiner Lieblingsdarstellungen, glaube ich? Also spüre ich. Der Reisepass? Ja, diese 10 Seiten mit dem Pass, ja. Ja, ich finde es so absurd, weil es eben die Welt so aufteilt. Mhm. Also, ja, man guckt ja sofort, wo steht die Schweiz als Schweizer und der Bewohner-Nachbar aus Pakistan, dann sagt man, hey Junge, du bist da hinten. Ja. Und ich finde es so arg, dass man eigentlich irgendwie einen Erdraum hat. Und den zerteilt man dann, okay, das finde ich dann auch. Aber dann aber so kleine Verträge und dann muss ich zu einem Visaamt und so. Und das haben wir uns alles einfallen lassen. Genau, aber dass so viele Länder mit so vielen anderen Ländern offenbar freundschaftliche Beziehungen haben, kann man auch deuten als extremer Fortschritt. Ja. Das wäre sozusagen die Steven Pinker-Deutung. Ja. Die Welt wird besser und man würde ganz viele Belege finden. Und sagen, wenn mehr Leute sich schützen können durch Maßnahmen im Gelände, Quartiere sicher werden, ist das ja gut. Also die Kriminalitätsraten weltweit sinken grundsätzlich. So, also aber, du kennst diesen Diskurs, es gibt ganz viele Belege. Ja, gibt es schon, aber 1910 zum Beispiel hat es das alles noch nicht gegeben. Da bin ich einfach durch die Welt gegangen mit meinem Rucksack. Ja, aber 1910 gab es natürlich auch ein paar andere Probleme, die 1918. Ja. Ja. Violent wurden, ja. Genauso absurd, wie es ja ist, dass es die Passform eingeführt worden ist, dass man sich einkaufen kann quasi. Ja. Das ist wirklich schockierend. Ich habe das nie verstanden, bis ich daran gearbeitet habe. Warum soll ich jetzt, aber jetzt ist mir klar, der Passport ist eine Eintrittskarte zur Welt. Also wenn ich jetzt... reicher Afghane bin, natürlich kaufe ich mir um 2 Millionen diesen zypriotischen Pass, dann hat man absolute Reisefreiheit. Ja, ich auch nicht. Oder dann kann man ich wusste gar nicht, dass man das legal darf. Also so einen Pass zu verkaufen und dann tatsächlich auch, dass dann wie die Person quasi, dass eine Person dafür steht, und auch wie sie dargestellt wird. Ich frage mich, was da für ein ganzes Konstrukt dahinter ist, dass das überhaupt funktioniert. Das ist ganz einfach. Die Länder sehen das, und wie Zypern sieht es als Einnahmequelle. Und Investition. Die sagen, wir ziehen reiche Investoren an, weil diese 2 Millionen sind meistens in Form von einer Investition in Zypern. Also man kauft sie ein Penthouse in Nicosia. Das macht ja auch Neuseeland beispielsweise. Ja. Also Neuseeländer werden ist
Also ich baue ein Business auf und investiere, ich weiß nicht, in Neuseeland, was wahrscheinlich mehr oder 20 Millionen und dann werde ich neuseeländischer Staatsbürger. Okay, aber ich dachte, das ist eine Person, die das aufgezogen hat. Nein, also dieser Typ, den du gezeigt hast, der neben Kofi Annan stand, den fand ich auch relativ dubios. Ja, ist nicht im Buch. Nein, der ist nicht im Buch, aber der ist, steht hinter diesen ersten Seiten. Das ist sein Business, ja, aber es gibt mehr, er hat auch Konkurrenz. Ich wäre gern diese Person. Ja. Weil jemand, der reich ist, der will nicht wirklich nach Zypern, mit den Zypern reden, der ist halt der Mittelsmann, der redet mit den Zyprioten und setzt die Verträge auf. Er ist eher so eine Agentur. Er ist eine Agentur. Nein, er ist die Agentur, weil. Viele gibt es wahrscheinlich. Ja. Man kann auch, ja, gibt es verschiedene, aber er hat die Agentur und ist die Zwischenperson zwischen Zypern und dieser, dem Kunden. Weil die Kunden wollen wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich ein erniedrigender Prozess, durch die zypriotische Bürokratie zu gehen. Der schmiert die zypriotische Bürokratie, das kann, und das geht dann einfach schneller. Es ist auch auf der Website, kann man auch anklicken, soll es schnell gehen oder ist Zeit, spielt Zeit keine Rolle? Es fand echt, das ist unglaublich. Aber er stellt sich hin als Philanthrop. Also er ist für, es heißt auch Global Citizen Movement, und sein Vorschlag ist, dass die Länder 2-5% ihrer Einnahmen, also nicht seiner Einnahmen, sondern ihrer Einnahmen, für wohltätige Zwecke hernehmen. Und er wüsste, wo man die verwenden könnte. Die, er hat dann auch ausgerechnet, das wären 22 Millionen Dollar pro Jahr. Aber das müssten dann die Länder zahlen, nicht er. Ja. In der Schweiz gibt es ja auch so diese, in der Schweiz ist man ja auch Bürger eines sogenannten Heimatortes, das wissen die Schweizer, die hier sitzen. Und es gab mal eine Liste, was die Bedingungen sind, dass man Bürger wird in einem Ort und wie viele Jahre man dort leben muss. Und das ist mir so geblieben. Es gibt einen Ort Maienfeld bei Chur. Ja. Und um Bürger von Maienfeld zu werden, muss man 80 Jahre dort gelebt haben. Das war eine wirklich lustige Liste. Ja. Ja. Das sagt Ihnen etwa alles, ja. Ja. Gut. Gibt es noch weitere Fragen? Oder Anregungen? Wir können auch informell weitermachen, wenn die Kamera aus. Ja. Okay, dann erlaube ich mir trotzdem das Schlusswort in die Hand zu nehmen. Ich erlaube mir, für ein paar Veranstaltungen hinzuweisen. Also die Ausstellung läuft noch bis 15. März. Es gibt eine öffentliche Führung am 20. Februar, ausnahmsweise in Englisch und ausnahmsweise mit unserem Direktor Andreas Rubi selbst, der auch die Ausstellung mitkuratiert hat. Es gibt eine zweite öffentliche Führung am 12. März auf Deutsch und Mitte März fällt, wie gesagt, der Vorhang vor dieser Ausstellung. Dann ist sie vorbei. Der Vorhang öffnet sich wieder am 3. April. Dort eröffnen wir die Ausstellung über Tsuyoshi Tane. Also ich hoffe, dass wir spätestens dort wiedersehen. Und ja, und da möchte ich danken. Ich danke dem Laber, das uns wie oft schon diese Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Ich danke meinen Kollegen Valerie Zuber, Dirk Sowins und alle anderen Kollegen vom SAM, die diesen Vortrag möglich gemacht haben. Und ich danke natürlich den zwei Gästen heute Abend, die einen sehr augenöffnenden Moment beschert haben. Ja. Das waren sieben. Vielen Dank.